Moin, ich bin Paul und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch einmal die Rhein-Symphonie im Detail zeigen. Wir beginnen hinten am Heck in der Bibliothek auf Deck 3. Hier könnt ihr euch kostenlos Bücher und Spiele während eurer Reise ausleihen. Nun gehen wir hier auf Deck 3 hinten zum Außenbereich der Bibliothek und hier könnt ihr während der Fahrt schön die Heckwelle des Schiffes beobachten. Nun gehen wir von Deck 3 mit der Treppe nach oben auf Deck 4, das ist das Sonnendeck auf der Rhein-Symphonie. Die Rhein-Symphonie verfügt über keinen Pool auf dem Sonnendeck, deshalb ist es ein reines Sonnendeck, wo ihr auf Liegestühlen liegen könnt oder auf normalen Stühlen sitzen könnt. Hier habt ihr in der Mitte des Schiffes ungefähr eine Treppe, wo ihr auch nochmal nach unten gehen könnt, wo ihr dann direkt bei den Kabinen auf Deck 3 und auf Deck 2 rauskommt. Auf der rechten Seite haben wir jetzt gerade das Steuerhaus gesehen, wo der Kapitän während der Fahrt drin sitzt und das Schiff steuert. Wir gehen jetzt wieder auf Deck 3, unserer Rhein-Symphonie hier, und hier habt ihr nochmal einen kleinen Außenbereich, wo ihr auch die Landschaft an euch vorbeiziehen lassen könnt. Im Atriumbereich der Rhein-Symphonie angekommen auf Deck 3, habt ihr auf der rechten Seite einmal ein Puzzle, was ihr puzzeln könnt, und auf der linken Seite wird euch der Kaffee und Kuchen serviert. In der Panorama-Lounge befindet sich für jeden Gast ein Sitzplatz und hier befindet sich auch die einzigste Bar auf diesem Schiff und am Abend wird hier von einem Alleinunterhalter Musik gespielt.
Auch hier im Atrium habt ihr die Gelegenheit, euch hier hinzusetzen und euren Kaffee und Kuchen zu euch zu nehmen oder einfach die Landschaft an euch vorbeiziehen zu lassen. Nun sind wir auf Deck 2 angelangt. Hier habt ihr einmal die Kreuzfahrtleitung oder den Kreuzfahrtdirektor, der die Ausflüge plant, und einmal auch einen kleinen Shop, der vom Kreuzfahrtleiter betreut wird. Gegenüber der Kreuzfahrtleitung befindet sich die Rezeption, die 24 Stunden am Tag besetzt ist, wo ihr auch Postkarten unter anderem kaufen könnt. Hier im Restaurant der Rhein Symphony wird das Frühstück als Buffetform serviert und alle anderen Speisen, Mittagessen und das Dinner am Abend wird als à la carte Menü serviert. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Über ein kostenloses Abo und ein Like würde ich mich sehr freuen. Tschüss und bis nächstes Mal.